Geschenke. Geschenke. Ich liebe dieses Update. Zum Gruße, werte Lappen und Lapinen. Willkommen zurück zu Mountain Blade Bannerlord, liebe Leute. So, folgendes. Ich habe jetzt mal ein paar Tage laufen lassen. Und habe ein bisschen Geld gemacht. Ich habe noch eine Werkstatt gekauft. Eine Werkstatt. Und habe überlegt. Also, desto länger wir hier existieren ohne Krieg, desto stärker werden unsere Städte. Richtig? Desto mehr Geld verdienen wir. Richtig? Und ich könnte mir jetzt nochmal ein gutes Polster an Geld anlegen, indem wir jetzt einfach andere Armeen platt machen gehen. Ich habe jetzt nur Cavalry bei uns und ich würde auch gerne irgendwie mal in die Städte latschen. Ich weiß, wenn ich da angekommen bin, gibt es sofort Krieg gegen Matania wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall denke ich, das ist eine gute Idee. Moment, der Schmierige. Achso, es gab ein Update. Und zwar Stadtgarnison 20 effektiver. Oh, warte mal. Truppengrößenlimit um 5 erhöht. Stadtleute. Oh ja. Den machen wir wahrscheinlich auch mal zu einem Landlord. Es gab ein Update. Es wurde ziemlich viel bei Siege geändert. Zum Beispiel die Mongrels. Ja, ich glaube die Verteidigungsversion oder auch die Attackversion. Die schießen jetzt mehr Steine, machen aber viel weniger Schaden, dass sie nicht mehr so das Schlachtfeld dominieren, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Trebuchets haben jetzt auch mehr Projektile. Ich denke mal, die Welt wird ein bisschen mehr brennen als vorher. Wir werden sehen. Ja, also es war schon ein bisschen zu krass, wie genau die waren und so, wie viele Truppen die niedergemäht haben. Auf jeden Fall haben sie das jetzt so irgendwie gelöst. Gut. Wir reiten jetzt durch das Imperium und gucken mal, was wir so wegbekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich in die Steppe will, aber wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen was weg an Gegnern. Oder die uns. Und dann schauen wir mal. Ich brauche noch Pferdchen. Und die kriegt man am besten, wenn man die anderen Armeen ausmerzt. Tja, Batania. Also wenn ich Sargot, Charras und Jakulan habe, ist Batania wieder kleiner. Avercek, Rivil. Ich raste aus. Und die haben sogar Burg Osterkohl. Boah. Da hätte ich gerne mal einen Start, ne? So bei Rivil, Burg Osterkohl starten. Das wäre schon ziemlich cool. Guck mal, krieg ich ihn eingeholt? Ne, kriegen wir nicht. Ich meine, ich bin immer noch nicht so schnell. Herde. Achso, ich habe tonnenweise Pferde dabei. Tonnenweise. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen was loswerden. Ich könnte noch ein bisschen was upgraden. Ich hätte ja auch zu Hause lassen können, eigentlich. Ach, warte mal, habe ich das jetzt hier noch? Guck mal hier. Nee, das passt ihm ja. Oh ja, weg damit. Guck mal, wunderschön, Kokovili. Zwei Hände aus Damaszener Stahl. Du wirst jetzt, ne? Hier, zu unserem Geralt. So, Pferdchen. Anzahl. 51 batanische Hobbys. Machen wir mal so. Ich denke mal, das ändert nicht viel. Ich habe nämlich alle Tiere verkauft. Ah, das Herdenzeug ist weg. Ah, könnte schöner sein. Aber Armeen sind schön langsam. Guck mal, 39. Die holen uns mal gerade. Guck mal, die sind auch total lahm. Ah, die haben aber keine Gefangenen dabei. Guck mal, ein Land, ja. Landloser Lappen. Das heißt Landia übersetzt. Oh, der ist doch schon ein bisschen flink. Nee, ich bin schneller. It's been a while. Gebt euch oder sterbt. Wir müssen aber kämpfen. Ja, das Ding ist, wir haben jetzt nur Nahkampfkavallerie. Es wäre besser, wenn wir halt. Achso, wir sind wahrscheinlich.
die Companions. Troop Sergeants in charge! So, zeigt, was ihr könnt, Sergeantens. Ja. Batanischer Vierenrecke. Oh, ich habe doch noch falsche Truppen dabei. Vielleicht tue ich jetzt alle wieder auf Pferde setzen. Oh Mann, die Karte. Da habe ich immer gekämpft, auf der Anhöhe hier rechts. Alle rennen gegen Bäume. Bereit machen! Ich lass sie mal hier stehen. Haltet das Spanner gerade! Alter, rennt hier einfach meinen Kolben! Komm, wir gehen mal den ihre Bogenschützen angreifen. Plänkeln zum Pferd, von hinten. Ja, es wird Zeit, dass wir aufhören mit dem Kolben. Oder ich wirklich mal versuche, einfach einen langen Kolben herzustellen. Einfach einen Pferdekolben. Ach du Scheiße, Lancelot! Guck mal, da kommen sie und retten mich. Na, wirst du wohl. Ja, keine Ahnung. Dauert mir zu lange. Aber sie kümmern sich wirklich erst um andere Kavalleristen, ne? Da kann man sagen, was man will. Sehr schön. Jeder nur einmal drüber rutschen. Heinrich, du Lappen! Dann machen wir schnell. Machen wir das mal schnell zu Ende hier. Wunderschön. Du kannst gehen, Arschon, Jammerlappen. Jammerlappen. Ja, das ist schon krass. Wir müssten eigentlich irgendwo hingehen, wo eine Stadt direkt an der. Ach du Scheiße! Die Steppe existiert gar nicht mehr. Es gibt nur noch Burg Kaiser. Scheiße. Okay, wir gehen zurück. Ach, Vlandia hat mir den Krieg erklärt. Ja, das ist ja Müll. Oh nein. Vlandia. Was machen wir denn nun, dass wir das überhaupt können? Handel. Schmiede, einschmelzen. Einschmelzen. Und wieder raus. Was Tolles habe ich jetzt gerade gar nicht bekommen, glaube ich, ne? Ja, die fehlen noch die Fünfer. Dann. Ah, wunderschön. Und dann das verlängern, so gut es geht. So. Schwunggeschwindigkeit. Und dann, weißt du, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Und dann ein goldenes... ach, so schön. Aber wir können ja nur träumen. Okay. Gut, weiter geht's. Alter, das Imperium ist... Hosenvolk-Rebellen. Hosenvolk ist zu weit weg. Da oben. Ey, das ist so übel, ne? Also, wenn ich mich jetzt hier etablieren würde... Was, wenn ich da irgendwo alleine eine Burg erobere? Kommen dann die Lords von mir dahin? Weil eigentlich wollen wir das ja verhindern. Pass auf, wir gucken mal. Die Dame Wertcheck. Hier könnten wir vielleicht rumlaufen. Schön flach. Ein bisschen Leute überzeugen, dass wir auf der falschen Seite stehen, indem wir sie niedermähen. Ja. Was gibt's Schöneres? Guck mal, das Arkor. Das könnte ein bisschen zu knapp werden. Aber eigentlich ist es auch egal. Bleib stehen, du Lump! Oh! Das wird schon generell zu knapp, sehe ich gerade. Hm, also war es das mit der Steppe. Da hier sind ja nur 100er Stack-Armeen. Das gibt's ja gar nicht. Ich hoffe nur, dass meine Leute hier nicht hinrennen. Nee. Ja, also wir könnten stehen bleiben, Kohle machen und wieder neue Lords anwerben. Na, das ist halt wichtig. Also eigene Lords sind echt ein Haufen Trottel. Ah. Nee, das wird mir zu knapp. Ich warte mal gerade hier. Oh, die eine... Aha. Der verfolgt mich ja sogar. That's close. So, du Lappen. Wie ich sie hasse. Okay. Wer sitzt hier drin? Kriegst du denn die Gnadenlose? Alle haben brutale Helme an. Okay. Greifen jetzt mal nur... Oh, die Bogenschützen. Wie viele sind das? 89? Nee. 128? Ne, 89 Stück. Die müssen erstmal weg. Ja! Nächster Freundchen. Cavalry! Loose Formation! Horsemen! Ja, der Rest kann ja da hinten stehen bleiben. Vorwärts! Genau so. Kommen sie zurück. Okay, machen wir auch mal mit. Wenn ich mal treffen würde. Und los. Nee. Man direkt, wenn ich nicht eingespielt bin, ne? Wieder ein paar Tage nicht gespielt zwischen den Aufnahmen. Nein, wie könnt ihr es wagen? Ach, das ist gar nicht unser Hauptbanner. Ein paar sind K.O. gegangen, aber wir haben auch... Ich habe nochmal ein paar Pferde rekrutiert, so ein paar Lappen. Ja, ich glaube, ich werde mal unsere Companions alle auf Pferde setzen. Wie gesagt, eigentlich sieht das sowieso besser aus, wenn alle auf Pferden sitzen.
Auch wenn sie Kommandanten sind, was soll's? Alter, jetzt haben sie aber echt viele zurückgezogen. Oder auch nicht. Ja, wir gehen die jetzt verkaufen. Alter, das sind viele Kriege. Aber wir brauchen Krieg gegen Batania. Irgendwann. Dann komme ich nicht mehr nach Hause. Ach, da ist kaum was. Kaum Beute. Feinstahl. Einhändig, zweihändig. Feinstahl, Zweihänder. Wir können mal einen ausprobieren. Den behalten wir natürlich. Schön. Weißt du, ist länger als ein Einhandschwert. Kann beide Dingens getragen werden. Viel Geld ist das nicht. Ja, komm, wir machen jetzt mal gerade ein Rad von Keks. Ja, ihr bräuchte eigentlich ein paar hübsche Kamele, ne? Muss sein. Wunderschön. Jetzt sind wieder alle beritten. Und nochmal 21.000 bezahlt. Oder bezahlt worden. Wie gesagt, ich habe echt ein bisschen Angst, ne? Ich bin ehrlich. Oh, die Gefangenen habe ich noch alle. Jetzt sind die bestimmt alle wieder weg. Alle geflohen. Aber ich habe doch das Gefangenenferienparadies. Wolltet ihr da nicht hin? Sowas auch. Das war's dann mit berittenen Bogenschützen. Ich meine, ich will unbedingt, wenn Kurzeitische. Alter, die belagern wirklich meine Burg. Was ist mit denen los? Ach, das Imperium ist wieder da. Die haben sich wieder getraut. Vielleicht komme ich rechtzeitig zurück. Aber ich bin ja fast da. Scheiße. Diese bescheuerte Armee da. Wir machen erstmal schnell die hier weg. Kurz die Vlandia ausradieren und dann machen wir die Armee von den Imperialisten-Schweinen. Ja! Ach du Scheiße. Auf jeden Fall finde ich den Vorspulknopf super. Genau. Macht ihr mal ein bisschen Skirmish gegen die Kavallerie? Also, wenn man das so nennen kann.
Ach, sie kommen. Okay, los geht's. Yeah. Hab ich das vermisst, ey. Bei Hacker der Schrecklichen war das immer richtig geil. Feuern! Los. Los geht's. Und das war's. Mal die Kavallerie wegschicken. Denn ihre Fernkämpfer bestehen ja noch. Von Neues Lancelot. Das sieht so geil aus. So bescheuert, aber so geil. Das X war das, ne? Genau. Vlandia, ich bin stolz, ihr habt's probiert. Wer war das denn? Der Zert himself? Ich müsste jetzt eigentlich noch Truppen. Oh ja. Yeah. Boah, Pferde. Aldemar! Ergebt euch oder sterbt. Dankeschön. Habe ich denn überhaupt noch Essen? Ja, habe ich noch. Jetzt müssen wir erstmal hier raus. Aha, da kommen sie. So, wollen wir die Mauern verteidigen oder was haben die denn da so? Wir würden 235 Truppen verlieren. Von 2578 ist das... Ich weiß nicht, so viel würde ich wahrscheinlich auch nicht... Belagerungen sind einfach cooler. Also sie kämpfen schon, das heißt, wir können jetzt schon mitmachen. Helft Rowald. Angreifen. So, los geht's. So, das jetzt soll neu sein, dass die Truppen, wenn die Schlacht losgeht, auf den Mauern schon ist. Ja? Also, da bin ich jetzt mal gespannt. Komm hier, King Stunella. Bogenschützen. Machen wir das, die auch hingehören.
Damit unsere Leute auch schön leveln. Irgendwie. Wo ist, Rochus Sturm? Rochus Sturm, bitte! Einmal melden. Der hat bestimmt schon irgendwas. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Nee, hat sich nichts geändert. Der Superstau. Ein paar auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, inwiefern das sich jetzt hier drauf auswirkt. Vielleicht holen wir uns eine Zweihandkeule. Das wäre da auch eine Idee. Eine kurze Zweihandkeule. Mann, das wäre eine Idee. Ist hier oben eins der Katapulte? Negativ. Sehr schön, sieht immer noch brutal aus. Ah, da guckt. Alter, das ist einfach ein größerer Explosionsradius. Ja, geil. Die können jetzt wohl auch niedriger schießen. Komm, der Rambock muss weg. Ja, guck mal, das sind so Töpfe. Stimmt, das waren ja mal so Töpfe. Das haben sie wieder geändert. Oder sind das die Feuerkatapulte einfach nur? Ah, nee, es sind zwei verschiedene. Yo, Volltreffer! Lass ihn mal lieber selbst schießen. Feuer! Oh, sehr, sehr schön. Aber die Dinger kann man super werfen. Jetzt würde ich gerne wissen, wie die schießen. Scheiße. Sehr niedrig. Ups. Nachladen. Einmal könnte ich noch. Einmal könnte ich noch. Nee, das geht sogar hier hin. Geil. Okay, er weiß nicht, was er machen soll. Yo. Okay. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Für Töpferware, die explodieren. Töpferwaren, Doktor. Ach du Scheiße, da fällt jetzt bestimmt die Hälfte an Leuten runter. Scheiße. Ja gut, es macht nur so Schaden. Okay, das war's. Ich bin zu langsam. So, hier müssten wir explosive Töpferware haben, ja? Ah, das haben sie wieder geändert. Kaischias im Norden ist auch irgendwo busy. Werf, los! Alter, mit den ganzen Companions und Helden ist das richtig gut. Nein, Prinz Impossible! So, ich glaube, wir gehen hier auf die Leitern schießen. Das Beste, was wir machen können, glaube ich. Thank you.
Ich könnte auch diese Töpfe auf die weiter runterwerfen von da. Ja, warte mal. Lass mich nochmal durch. Dass ich auch durchkomme, ist ein Wunder. Guten Tag. Oh ja, sind noch welche da. Geschenke. Geschenke. Ich liebe dieses Update. Viel zu OP. Viel zu OP. Geil. Ah, ich liebe diese Schlitze hier. Oh Mann. Ja, die Mauer ist ja bald auf Stufe 2. Das Update steht ja eigentlich schon fast in den Startlöchern. Stärkere Zinnen wären auf jeden Fall nicht schlecht. Da würden wir nicht so viele Tote haben. Weil die Leute auf den Mauern einfach alle abgeballert werden von den Bogenschützen. Ich weiß auch nicht, wie es am Tor aussieht. Desto mehr ich töte, desto weniger Moral haben die. Ach du Scheiße. Guck mal, alle, aber hier sind auch schon viele gestorben. Der Unterschied ist bei der T2-Mauer, ist, dass diese untere Mauer höher ist und dass dadurch weniger Schaden durchkommt. Alter, guck mal, das Tor ist safe. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Mal gucken, ob oben Pfeile liegen. Boah, Alter. Ich dachte schon. Er wird gekämpft. Wir machen lieber hier weiter. Imperiale Fraktionen. Ich glaube, die Mauern sind erobert, oder? Ich glaube, wir könnten auch mal angreifen. Obwohl. Was war das denn jetzt? Habt ihr das gehört? Das war nah. Dankeschön. Okay, das war's. Einer ist schon hochgeklettert. Weiterschießen, weiterschießen. Weiter töten, weiter töten. Sieg auf ganzer Linie.
treibt sie bis zum Untergang. Sehr schön. Nochmal 152 verloren. Jetzt gibt's aber nochmal eine Feldschlacht. Du kannst gehen. Es sei denn... Oh ja, Geld. Ne, die sind weg. Geschichte. Und ich habe noch nicht mal meine volle Armee dabei gehabt. Huhu, Geld. Guck mal, 27.000. So können wir arbeiten. Nee, den nicht. Ach, egal. So, wenn ich jetzt zum Bauen gehe, Streitkolben, ist hier nichts Neues, ne? Hier auch nicht. So, jetzt gehen wir mal zum freien Bauen, Zweihandstreitkolben. Und guck mal, was, wenn ich einen kürzeren Stiel nehme. Was, wenn ich den nehme und ganz kurz mache? Ach ne, 1,5. Schade, es sind nur 2-endige Knüppel. Ach, man kann ja nicht alles haben, ne? Da tut sich nicht viel. Ja, weil 2-Ender findet man eigentlich echt selten. Das ist gar nichts. Die müssen wir craften und selber dezimieren quasi. Aber das machen wir jetzt nicht, während wir aufnehmen. Das mache ich nochmal zwischen den Folgen. Deswegen sammeln wir jetzt einfach erstmal die Waffen. Und dann gucken wir mal. Aber ich bin überschritten, oder? Aber guck mal, 200 bringen immer noch am meisten Kohle. Nee, geht. Gewicht ist gerade so. Gerade so. Gut, die Armee wurde besiegt. Dann lösen wir direkt die Armee wieder auf. Obwohl, wir können auch ein bisschen mit Armee noch rumlaufen. Bleiben wir ein bisschen stehen. Weil dann können wir noch ein bisschen Taktik. Tick-Tack leveln. Aldemar, ein Punkt in Zweihänder. Zweihandwaffen, die ihr führt, haben eine 10%ige verbesserte Handhabung. Die Zweihandfertigkeit von Infanterietruppen in eurer Formation, das ist egal. Davon haben wir so gut wie nie was. Erhöht euren Schaden mit Zweihandwaffen gegen Schilde um 30%. Infanterietruppen in eurer Formation verursachen 15% mehr Schaden gegen Schilde. Infanterie. Ich mach das hier, Handhabung. Ich weiß gar nicht, was Handhabung macht. Ich glaube, das ist nochmal generelle... Irgendwas. Truppengeschwindigkeit um 2%. Aber nur die Truppengeschwindigkeit, nichts mit Kavallerie. Pansen der Gnadenlose, geil, Athletik.
Kaishi aus dem Norden. Okay. Oh, zwei Fokuspunkte. Kaishinella. Ja, Kaishi, dann machen wir dich jetzt mal ein bisschen auf Taktik und so. Können wir dich mal irgendwann zu einer Armee machen? Dann, ne, haben wir das. Alles andere ist nämlich schon zu hoch, quasi. Ja, es ist einfach sicherer, die Belagerungsschlacht mitzumachen, als wenn wir die Feldschlacht machen. Weil Feldschlachten können sich wirklich schnell ändern und drehen und wenden. Da muss man echt aufpassen. Ich muss aber jetzt mal die Folge beenden, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.